So, herzlich willkommen zum vierten Part. Tag 2, 15 Minuten gespielt. Fortfahren. Okay. Wie wir sehen, je höher die Jagdfähigkeit, desto besser unsere Tötungskraft. Was auch schon ein ziemlich krasser Begriff ist, aber gut. So, Tag 2. Tag 2 deshalb, weil wir noch nicht geschlafen haben. Das heißt, wir starten Tag 3 mit einem Blick auf die Uhr 6:30 Uhr. Gestern sind wir ein bisschen früher aufgewacht, da war es irgendwie 5:30 Uhr. Was haben wir gemacht? Wir haben diese zwei Fundamente gebaut, beziehungsweise das von hier drüben umgesetzt. Ja. Wir schauen, inwieweit die Setzlinge wieder da sind oder ob sie überhaupt wieder da sind. Das sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Yucca-Palmen sehen noch relativ. Yucca-Palmen, sage ich die ganze Zeit. Die Yucca-Bäume sehen noch nicht so lebendig wieder aus. Zumindest sehe ich gar keine. Gut. Was tun, sprach Zeus. Mein Gedanke war, heute die blättrige Faserproduktion so ein bisschen anzuregen. Sprich, ich möchte gerne das hier bauen. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Die Hacke haben wir. Wenn wir die Hacke jetzt mal aufnehmen, wird das dann baubar quasi. Ja, dann ist es nicht mehr ausgegraut. Wunderbar, der Hinweis ist auch weg. Die brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Genauso wenig wie diesen Stock. Stoff nehmen wir auch nicht mit. Mein Gedanke ist, wir besuchen die Riesenkrabbe. Sprich, wir fahren mit dem Boot wieder dort hinten hin. Die Werte soweit in Ordnung. Wasser könnten wir nochmal trinken, bevor wir losdüsen. Destilliertes Wasser haben wir. Wir verschieben die Abfahrt ein wenig nach hinten. Denn ich möchte noch einen Baum fällen. Den Wasserdestillierer nochmal mit Palmblättern befüllen, quasi. Einfach damit, wenn man zurückkehrt, wieder Wasser hat, direkt. Mit der Nahrung müssen wir auch mal schauen. Wie man das dann macht am besten. Aber ich denke, auf der anderen Insel müsste man noch mal zwei, drei Krabben ausnehmen können. Häuten, wie es hier in dem Spiel heißt. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier vielleicht irgendwie Holzbretter draus oder Planken draus stellen können. Ja, okay, nee, wir können nur aus den Stämmen noch weitere Stöcke. Vier Stück. Das nehmen wir auf, den Stamm. Und dann platzieren wir das alles mal hier drüben, wo wir im Grunde ja alles erstmal auf den Boden schmeißen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel haben wir denn noch? Das waren schon alle gut. Das machen wir noch hier hin. Das machen wir dahin. 2, 3, 4. Ansonsten, die Anzündhölzer brauchen wir auch nicht. Lassen wir auch hier. Warum sortieren wir aus? Naja, warum müssen wir alles mitnehmen? Haben wir ja am Ende eh nichts von. Wir brauchen nur unsere Werkzeuge. Oh, der Hammer hat nur noch 27%. Na ja, gut. Aber wir werden ja nach und nach bauen. Ja.
So, aufnehmen, aufnehmen. Dann haben wir die zwei auch aus dem Weg. Herzlichen Glückwunsch, 2 Tage überlebt. 1, 2, abgesetzt. Wunderbar. Sieht hier irgendwie so ein bisschen aus wie so eine, naja, Müllhalde? Biomüllhalde, wie auch immer. Mal, ist das. Nee, Ayuga. Ich hätte gerne noch so eine Aloe Vera Pflanze, bevor ich über das offene Meer fahre, denn. Oh, ist noch keine Sonneneinstrahlung groß. Dann geht das ja eigentlich. Oh, verdorben. Naja, gut, dann lassen wir die einfach trotzdem. Ja, wir nehmen sie ab. Werden sie aber ins Wasser legen. Vielleicht despawnen sie irgendwann, vielleicht wächst ja was Neues dran an dem Strauch. Wir werden das herausfinden. Das hier wird quasi einmal die Hauptbasis werden, die Hauptinsel. Zumindest jetzt der Stand. Ich habe noch keine Ahnung, was sich so entwickelt, wie sich das alles entwickelt, was man so machen kann. Noch zusätzlich. Von daher das erstmal so mit Vorsicht zu genießen, diese ja, Idee quasi. So, okay, wir haben jetzt nichts mehr groß dabei. Rechtsklick, ins Wasser ziehen. Schauen, dass es ganz im Wasser ist. Reinhüpfen. Ne. Blödes Boot. Na, hier ist quasi so, gefühlt zumindest so eine Art Einstieg. Paddel bedienen. Übrigens, so rückwärts paddeln ist nicht möglich mit diesem Boot. Schon ausprobiert. So, gucken wir mal, ob wir jetzt wieder irgendwie von einem Hai oder irgendwas angegriffen werden. Umgeschlagen. Warte mal, es ist Tag. Können wir direkt einmal hier rüber, weil das wollte ich mir mal angucken, was diese Dinger hier sind. Ob das irgendwie Fischschwärmer sind oder ob das irgendwie was anderes ist. Ob das einfach nur ein Anzeigefehler ist. Ist quasi der Einstieg. Perfekt, dann gehen wir mal runter. Ein Boot. Ist hier irgendwas in Containern oder so? Na, gehen wir erstmal wieder hoch. Shit. Ich habe keinen Anker geworfen. Schnell rüber! Okay, also wir wissen, dort ist ein Wrack quasi. So, hoffen wir auf gutes Wetter. Schauen wir mal. Ich finde es irgendwie sehr verwirrend, dass man hier so weit rüberschauen kann. Ich glaube, ich gehe aber direkt jetzt auf das Schiff einmal. Guck nochmal nach den Schwimmern. Die hatten wir ja schon gesehen. Zusätzlich zum Hai, der da rumschwirrte. Vielleicht ist er immer noch da. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kann man da auch schon diese Wellplanken oder wie die Dinger hießen mitnehmen. Werden wir sehen. Je nachdem, wie lange dieses Abenteuer hier dauert, werden wir auch wieder 2 Tage draus machen. Müssen wir mal schauen. Diese Riesenkrabbe. Schauen wir mal, dass wir die jetzt erstmal nicht provozieren. Ich bin mal gespannt, was man sonst so bauen kann. Ich habe ja eben, oder wir haben ja eben gesehen, das heißt eben, in einer der vorigen Folgen, dass wir auch Floße bauen können. Vielleicht geht die Überfahrt dann damit ein bisschen besser als mit hier diesem Rettungsboot. Das ist jetzt
denke ich, relativ klar, dass das erstmal nur so ein Übergangsding ist. Anker geworfen. Hier sehen wir direkt nicht, wo ist der Einstieg? Dort. Gut. Rauchen. Okay. Einmal geöffnet, haben wir was drin? Ne. Okay. Können wir dann auf der anderen Seite öffnen? Vielleicht. Ja. Ein Hai, ein Hai. Ein Schwertfisch. Mini-Hai. Macht gar nichts, gut. Kann man die Reifen mitnehmen? Nee, kann ich noch nicht, gut. Aber ich weiß, wo Reifen sind. Das heißt, wenn wir ein Reifenboot bauen wollen, können wir dahin zurück. Warum genau ist es jetzt eigentlich so die rauste Zeit auf dem Meer und wir sind genau hier? Leder und Rationen, wunderbar. Sind das hier Fässer? Ja, können wir aber nicht mitnehmen. Schnur. Verfeilter Hammer, Stoff, Abfall, gewellt. Eieiei, großartiger Ausflug hier. Kiste würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Wenn wir das jetzt so machen, das alles da rein platzieren. Ja. Und die dann mitnehmen. Cool, dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hier kommt man nicht weiter, okay. Hier gibt's auch nichts, kann die Tür öffnen. Jo. Cool. Container. Fernglas, haben wir verfeinert. Fackel, nehmen wir alles mit. Wie gesagt. Ah, scheiße. Ja gut. Dann müssen wir halt den kleinen Umweg nehmen. Müssen wir nur gucken, wie wir da rauskommen. Ja, schön. Sind wir jetzt am anderen Ende vom Boot. Ist ja schon ein bisschen arg aufregend gerade, ne?
Das sieht irgendwie arg gefährlich aus gerade. Das ist kein gefährlich. Oh, großer Fisch. Da wollen wir noch mal rein. Da haben wir noch nicht alles durchsucht. Zumindest bin ich mir da relativ sicher, dass wir das noch nicht getan haben. Das Meer ist ziemlich unruhig. Das ist echt krass. Die verschiedenen Höhen. Lederseil. Leder und Klebeband. Das wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann gucken wir noch mal hier vorne, ob es hier noch irgendwas gibt. Abgesehen von den Schwimmern. Was ist das Rosa hier vorne? Ist eine Koralle wahrscheinlich? Ja. Ist eine Koralle, genau. Schwimmer. Kommen wir da auch nochmal hoch? Wie auch beim Klettern auf die Palme. Leertaste gedrückt halten. Dann können wir da hoch. Abfall gewählt. Und verfeinerter Hammer. Also ganz ehrlich, diesen groben Hammer lasse ich jetzt einfach hier liegen. Den brauche ich nicht mehr. Da bin ich mir sehr sicher. Ist da oben noch was drauf? Gut. Dann, wenn hier auch nichts mehr ist, springen wir wieder runter ins Meer. Na, komm. Und schwimmen zurück zum Boot. Gut. Die lassen wir alle mal hier liegen. Tab zum Öffnen und dann können wir nämlich vom Rucksack vielleicht noch da was reinpacken. Genau. Ja. Ja, egal. Paddel. Erstmal den Anker wieder einholen. Wo haben wir ihn? Halten zum Werfen. Ups. Ah. Bedeutet im Grunde, ich habe das Gefühl, ich bin zu schwer. Also nicht ich, sondern Anzeigefehler. Ich muss den Haken tatsächlich nochmal einholen.
Gut, ich war also relativ ruhig, das ist alles sehr, sehr aufregend irgendwie. Wie gesagt, Ziel des Ganzen war ja ursprünglich, blättrige Fasern zu bekommen. Wieder. Und, wo ich es gerade sehe, Krabben. Ach, jetzt können wir die auf einmal mit der Axt häuten. Ich bin ja fasziniert. Ach nee, okay. Ah, disgusting, das stimmt. Pflanze perfekt für die Rückfahrt. Nehmen wir mit, Setzlinge. Also wir plündern diese Insel jetzt im Grunde einmal komplett. Stoffe können wir auch nochmal mitnehmen. Komm her, du Krabbe, du. Komisch. Naja gut, Stoffe sind nicht so wichtig im Vergleich zu Essen. Ja, er ist nicht so begeistert davon. Aber gut. Wir wollen nicht begeistert sein, wir wollen essen. Ja, ich hatte es angekündigt. Wir machen das Ganze dann jetzt ein bisschen länger. Hintergrund quasi. Ich möchte jetzt nicht einfach so mittendrin aufhören. Sondern würde eher. Ja, stell dich nicht so an. Blöder Charakter. Ja, ich möchte jetzt nicht einfach so hier im Nichts quasi aufhören. Wenn, dann würde ich gerne wieder am. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich vergiftet, ja? Ja, weil ich über das scheiß Ding gelaufen bin. Das war die Pipi-Pflanze, die wir da bräuchten, glaube ich. Jagen, das Tötungslevel ist gestiegen. Oder wie war das eben in dem Startbildschirm? Ayuga ist, glaube ich, nicht das, was wir brauchen. Nee, ist der Atmungsboost. Gucken wir mal, was passiert. Wenn wir gleich dann längerzeitig vergiftet sind. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen die Insel plündern, was die Fasern angeht. Wenn das Ding leer ist, geht's zurück und drüben haben wir ja diese Pipi-Pflanze. Jeden Fall kommt jetzt gleich hier wahrscheinlich der die Riesenkrabbe wieder an. Angedüst. Ja, da ist es schon. Setzling, Patrick Faser, wunderbar. Wir wollen noch hinten in das kleine Boot nochmal rein. Okay, drumherum haben wir alles. Gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Also man gewöhnt sich so ein bisschen dran, wenn man sieht, was da. Okay, der hat uns nicht gesehen. Wenn man weiß, wie die Sachen aussehen, dann kann man ein bisschen besser einsammeln, aber so richtig. Oh, sammeln hoch, okay. So richtig gut, finde ich, sieht man es immer noch nicht. Was heißt immer noch nicht? Sieht man es einfach nicht. So. Ach komm. So, wunderbar, ging schnell. Haben wir hier noch ein Setzling zufällig? Nee. Faser.
Faser, 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 Faser. Na doch. Und die Yuccafrucht. Perfekt. Dann. Na, komm. Würde ich sagen. Lassen wir das erstmal so. Guck mal noch nach dem kleinen Boot. Nach dem kleinen Ding, ich glaube nicht. Nee, lassen wir erstmal. Das heißt, wir haben im Grunde 6 Schnüre, 7 Schnüre. Sonneneinstrahlung und die Waffe, Leuchtpistole brauchen wir auch nicht unbedingt. Floßlager, haben wir einen Kompass und eine Bandage. Hier hatten wir doch auch noch irgendwie einen Kompass oder irgendwas drin liegen. Aufnehmen. Stoff aufnehmen. Kompass aufnehmen. Genau, Kompass brauchen wir nicht. Da haben wir noch einen und der Rest bleibt. So. Paddel aufnehmen. Dann müssen wir von dem aus darüber. Oh no. Egal. Paddel bedienen. Erstmal drehen und dann fahren wir darüber. Ja, so viel gibt es auch wieder nicht zu erzählen, ne? Jetzt gehen wir, fahren wir zurück. Wahrscheinlich haben wir dann die Nacht durchgemacht. Und dann gucken wir mal, was wir den ganzen Errungenschaften, den ganzen Sachen, die wir jetzt gesammelt haben, machen können. Als erstes wäre, wie gesagt, das Setzlingbeet. Jetzt haben wir ja 2 Yucca-Früchte für 2 Bäume. Muss geschaut werden, ob wir da ein Beet nutzen können für eine Frucht oder andersrum eine Frucht nur pro Beet. Ja. Ansonsten gucken wir mal. Vielleicht sind auch dann die Setzlinge drüben wieder gewachsen. Vielleicht ein, zwei Bäume nachgewachsen. Fleisch müssen wir grillen. Und. Ganz, ganz viele Sachen zu tun. Und dann schauen wir mal. Ich bin so ein bisschen planlos, ein bisschen ratlos, was jetzt so direkt das nächste Ziel sein soll. Vielleicht könnte man, wenn man, sagen wir mal, eine gewisse Infrastruktur errichtet hat,
Die Riesenkrabbe töten. Vielleicht ist das so das nächste Ziel. Aber, ansonsten, die Verpflegung muss auf jeden Fall klargestellt werden, sichergestellt werden. Ich bin noch am Überlegen, ob man das Ganze mit Fisch machen soll oder ob wir da erstmal die Vogelfallen aufstellen. Vögel sind ja genug da auf der Insel die ganze Zeit. An sich ja nicht schwierig, die Entscheidung. Der einzige Grund, weswegen ich mir da Gedanken mache, ist, Steam hat gewisse Erfolge ausgeschrieben. Unter anderem auch den Erfolg, dass man 10 Tage lang ohne Fische überleben soll. Also ohne zu fischen. Wir schauen mal. In dem Boot hier sind ja noch 3 Rationen drin. Auf der Insel drüben haben wir da noch ein bisschen. Ich glaube, 1 Ration ist da noch. Wir haben da noch 4 oder 5 mal Krabbenfleisch. Das heißt, Ernährung sollte, wenn man die Vögel noch dazu nimmt, ausreichen. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt, was wir da jetzt als nächstes machen. Ich denke, wenn es Tag ist, werden wir dann auch noch mal da vorne hin zu dem Wrack und da noch mal ein bisschen tauchen. Na komm. Wenn sich das so anguckt, kommt man echt super langsam voran, ne? Das platzieren, anbringen. Rechtsklick ziehen, 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 ziehen. Damit das auf jeden Fall sicher ist. Das mal fallen lassen und dann gehen wir jetzt zur Pipi-Pflanze. Da. Das war doch. Genau, wir sind aktuell vergiftet. Gegengifte herzustellen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir jetzt Gegengifte irgendwie herstellen können. Handwerk, Vorfallen. Unterschlupf. Verbrauchsgegenstände. Gegengift. Das heißt, das ist eine Kokosflasche. Ärgerlich, aber gut. Führt kein Weg drumherum. Schnur. Oh, können Kokosstapel machen. Cool. Wollte ich aber gar nicht. Denn Verbrauchsgegenstände, die Flasche. Verbrauchsgegenstände, Flasche platzieren. Verbrauchsgegenstände, Gegengift. Gegengift im Rucksack, Gegengift nutzen. Status? Kein Status. Nice. Wie vermutet? Getränke. 4. Wasser wieder halbwegs voll. Fast 3 Uhr. Ja, wir speichern, wir beenden diese Folge dann doch ein bisschen früher und in der nächsten Folge sortieren wir und bauen weiter auf.